Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Risen. Ich habe es geschafft. Ich habe das Grafik-Update geschafft, hingekriegt. Ich weiß gar nicht, ob mir schon jemand geantwortet hat. Ich habe nämlich immer noch nicht so viele Folgen rausgehauen. Genau gesagt, null. Es ist immer noch der gleiche Tag wie die 5 Folgen zuvor. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich ganz nett aus. Ich sitze auf Inventar gehe oder auf C. Ja, da haben sie, glaube ich, nichts gemacht, aber die Grafik hat sich auf jeden Fall verbessert. Warum speichere ich gerade? Ich weiß es nicht. Ich wollte auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Denn ich habe, das muss ich gestehen, in der Richtung einmal kurz gestöbert. Nee, weil ich wegen dem Pilz. Das sieht gut aus. Ich hatte hier. Ich hatte hier irgendwo ein Haus gesehen. Wo war das denn? Ich hatte hier irgendwo ein Haus gesehen. Nee, ich bin quasi ein paar Schritte gelaufen, um dann die Grafik festzustellen und dann zu sehen, oh ja, sieht ganz gut aus. Kann man so lassen. Ruhe in Frieden. Hier ist ein Grab. Hier ist was vergraben. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich also... Erst war eine Version unter 1.10 drauf. Dann habe ich den Patch 1.10 drauf gemacht. Dann habe ich den Patch 1.11 drauf gemacht. Und letztendlich noch den inoffiziellen Patch 1.3. Ich glaube 1.3 war das. Und dann noch den Grafikmod. Also es sollte jetzt um einiges stabiler laufen, was auch immer schief lief vorher. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Wie? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Kein Dietrich mehr? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Schade. Komm ich hier hoch? Nö. Das Pilz. Automatisches Speichern. Ich schaue mich hier kurz um. Marvin. Hi. Marvin. So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr. Wer bist du? Ich bin Marvin. Ich bin Marvin. So. Marvin. Was machst du hier in der Wildnis? Ich wollte gerade was essen. Sieh an, ein Witzbold. Und die Hütte hier? Das ist deine, ja? Ich bin Jäger und suche Pflanzen. Ach ja? Du siehst gar nicht aus wie ein Jäger. Tja. Dir kann man wohl nichts vormachen, was? Ich sah aus wie Elvis. Du sagst mir jetzt, was du hier wirklich machst. Ich habe gehört, dass die Ruinen voller Schätze sind. Und da bin ich losgezogen, um mir welche zu holen. Ich habe mir sogar eine Schaufel und eine Spitzhacke besorgt. Schluss mit dem Unsinn. Ich sehe dir an deiner Nasenspitze an, dass du lügst. Und wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder? Keine Chance. Okay, okay, dann hör zu. Die Sache ist so verrückt, dass du sie mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst. Stimmt. Kurz bevor mich die Weißen in der Hafenstadt eingesperrt hatten, fing es an. Ich hatte so merkwürdige Erscheinungen. Erst war es noch harmlos. Nur Albträume und so. Aber dann wurde es immer schlimmer. Ich hielt es in der Stadt nicht mehr aus und bin hierher geflohen. Aber auch hier draußen wurde es nicht besser. Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Angst. Die ruhelosen Geister der alten Burgherren dieser Insel verfolgen mich. Ich bin verflucht. Das ist nicht gut. Warum sollte ein toter Burgherr einen Bauernjungen verfolgen? Wenn ich das wüsste. Sprechen die Geister zu dir? Nur einer von ihnen. Burgherr Patroskon nennt er sich. Patroskon? Ja, wenn er zu mir kommt, habe ich seine schrecklich flüsternde Stimme in meinem Kopf. Du liebe Zeit. Er will Zeit. Irgendwas von mir. Ich weiß aber nicht was. Vielleicht hast du etwas bei dir, was einen Untoten interessiert. Was zur Hölle soll das denn sein? Hoppla. Moment. Heute nur eine Kurzaufnahme. Ich habe irgendwo im Wald diesen seltsamen Ring gefunden. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich diese Erscheinung erst, seit ich diesen Ring an mich genommen habe. Ich will ihn gar nicht Ein haben. Ring? Zeig mal her. Nein, zeig nicht ja, her. Ja, gerne. Hier, nimm das verfluchte Ding. Ich schätze, du hast wirklich ein Problem. Och nö. Ist ja kein Wunder, dass du die Untoten zornig machst, wenn du dir ihren Kram einfach in die Tasche steckst. Verdammt. Und was soll ich jetzt tun? Jetzt habe ich diesen Ring. Hast du eine Ahnung, woher deine Geister kommen? Nein. Aber wenn es wirklich Geister von untoten Burgherren sind, dann wird man ihre Körper vielleicht noch in den alten Burgen finden. Nicht weit von hier im Norden steht ein zerfallener Turm einer alten Burg. Irgendwo an der Westküste der Insel habe ich auch schon welche gesehen.
Ich habe das gespeichert. Ich werde mich um deine Geister kümmern. Wirklich? Wie willst du das denn anstellen? Es gibt einen Grund, warum dieser Burgherr Patroskan und die anderen Untoten dir erschienen sind. Diesen Grund werden wir beide bald kennen. Ich danke dir, dass du mein Elend beenden willst. Ich hoffe nur, dass du Erfolg hast. Diese Erscheinungen sind unerträglich. Na toll. Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Ich jetzt diese Erscheinung? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze, einem Jäger. Ach was, ganz schön dreist von dir, dich hier breit zu machen und einfach fremde Sachen zu benutzen. Ich bin schon ziemlich lange hier. Bisher kam noch keiner, der sich über meinen Aufenthalt beschwert hat. Entweder ist der Besitzer tot oder von der Inquisition in die Vulkanfestung verfrachtet worden. Ja, toll. Möglich. Wie bist du überhaupt aus der Hafenstadt rausgekommen? Das ist die beste Frage. Ich bin nachts über die Stadtmauer gesprungen. Ach, so einfach ist das. Naja, du darfst dich dabei natürlich nicht erwischen lassen, versteht sich. Lass dich nicht aufhalten. Ein von sechs Vasallenringe. Wenn das nicht deine Hütte ist, wird es dich ja nicht Stahlrohling. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich speichere mal drüber. Ich hatte nämlich einmal extra irgendwo gespeichert, damit ich, falls mir irgendwas passiert, habe ich wenigstens schon mal extra gespeichert, so. Eine schöne Hütte eigentlich. Mit Dixie-Klo. Noch irgendwas Schönes. Ein Bett. Was ist das? Kochrezept. Fleischtopf. Hat heilende Wirkung. Kartoffeln, Zwiebeln, Fleisch. Bisschen Rum und Geld nehme ich auch noch mit. Ich habe erfahren, dass wenn ich in die Hafenstadt laufe, ich nicht mehr rauskomme so schnell. Und ich bin am Überlegen, ob ich nochmal zum Lager zurück sollte. Und meine Schleichfähigkeit noch benutzen sollte. Denn da gab es ja die eine oder andere Hütte, die ich noch nicht geplündert habe. Vielleicht ist da ein Schwert drin, was ich brauchen kann. Vielleicht sollte ich auch eher nochmal versuchen, den einen oder anderen Kampf zu bestreiten. Aber ich bin eigentlich so ein schlapper Schlüpper, dass ich das gar nicht probieren brauche. Geht's hier nicht lang? Ist das jetzt zufällig die richtige Richtung? Bin ich hierher gekommen? Na komm, wir laufen mal ein bisschen. Da ist eine Ruine. Soll ich da mal hinlaufen? Später. Ich muss dahin, ne? Ja. Das Hoppeln mache ich nur, damit ich... Oh, guck mal, die Grafik. Da ist es aber echt gut geworden. Das war am Anfang gar nicht so. Nee, das war am Anfang nicht so. Schön. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt will ich zurück in den Sumpf und feststellen, dass es dort auch hübscher ist. Und ja, ich werde mich hier ein bisschen durchspringen, damit ich ein bisschen Zeit sparen kann. Ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählen soll. Ich habe heute schon so viel erzählt. Ich habe schon, ich glaube, 5 oder 6 Folgen hatte ich schon aufgenommen. Das ist jetzt also die 7. dann. Was ist? Du siehst anders aus als vorher. Oh, Wasser. Ich weiß, dass da oben noch ein Keiler war. Aber ich habe keine Pfeile. So. Und nur eine kurze Folge mache ich heute. Normalerweise wollte ich immer 30 Minuten aufnehmen. Aber da schon nach 10 ist und ich eigentlich um 5 aufstehe, dachte ich mir, ein bisschen knapp. Eine kurze Folge. Aber ich habe so Bock auf das Spiel gerade. Deswegen, gute Chancen soll man nutzen und ich finde, das ist gerade eine sehr gute Chance, das Spiel noch einmal
Wie sagt man, wenn es am schönsten ist und man aufhören, aber nochmal zu spielen. So. Jetzt habe ich es gesagt. War ich eigentlich im ersten Stock da oben drin? Ich will nochmal gucken. Ein Schrank? Habe ich da reingeguckt letztes Mal? Offenbar schon. Ich gucke einfach nochmal rein. Ich schaue mich einfach nochmal um. In der Kiste war ich garantiert. Ja, hier war ich wohl. Speichern. Da ist der Keiler. Hier müsste es in den Sumpf gehen. Ich höre ein Schwein. Ich bin ein Kaninchen. Hüpf. Da ist ein Tempel. Großer Sumpf. Sag mir nicht. Oh, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Och nö. Ich wollte schönes Wetter mal im Sumpf. Sonne. Na, lassen wir das. Ich habe mir einmal Sonne im Sumpf gewünscht. Oh Mann. Hey. Lass uns handeln. Hatte der nicht Pfeil und Bogen? Nötig Geschick. 20. Du hast Pfeile. Ein Pfeil kostet 1 Gold. Ich behalte es mir im Hinterkopf. Ich will jetzt diesen Clay kaputt schlagen. Ich will es nochmal versuchen. Vielleicht muss man einfach mehr Geduld aufbringen. Weil es ist draußen Gewitter, es regnet und strömt. Schläfchen aller Gemüte. In aller Gemütsruhe. Was ist? Müde? Was willst du denn von mir? Hast du. Was? Blöde. Wo? Allerdings. Ach. Speichern, essen, reden. Was ist? Bewegt oder. Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Aufs du willst dich prügeln? Na gut. Na dann zeig mal, was du kannst. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Muss ich ein bisschen ausweichen vielleicht? Mein Schwert ist so schlecht. Ich glaube, einmal kann ich wenigstens auf Schwertkampf gehen. Nochmal laden, bitte. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich will das jetzt. Ich will das packen. Ich muss das besser können. Oder lerne ich einmal Schwertkampf? Ja, bitte. Ich. Du willst dich. Na dann zeig mal, was du kannst. Ja! Ja! Musst du irgendwo mal dein Schwert runternehmen? Ja! Hey, ich hab mich geschützt. Hey. Ja. Nicht schon wieder. Das bringt doch nichts. Warte. Bin ich irgendwie nervös? Hör auf! Und er ist krank. Hey, warte mal. Bringt doch
Bleib stehen! Okay. Das bringt ja doch nichts. Der hat nicht mal ein Schild, ne? Ups. Mach schon! Ja! Ich kann euch zwei Heiltränke an dem verbraten. Ja! Los doch! Weiter! So ist es richtig! Ja! Ja! Weiter! Warte, ich nehme noch einen Heiltrank. Moment. Darm. Mach schon! Weiter! Hä? Oh. Ja, na. Ich habe mich geschützt. Ja! 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 Mach schon! Hä? Ja! Ja! So ist es richtig! Ja! Hey! Mach schon! Ja! Ja! So ist es richtig! Ja! So ist es richtig! Mach schon! Ja. 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 So ist es richtig. Ja. Mach schon. Ja. 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 Ja, na. Ja. Das geht doch nie gut. Stimmt. Endlich mal, was ist los hier? Ja. Was soll das? Wenn ich jetzt speichere? Das geht doch nie gut. Hör doch einfach auf. Das geht doch nie gut. Hör auf zu rennen und kämpf. Okay. Hör auf. Ja. Was soll das? Jetzt drei Heiltränke verbraten. Das bringt doch nichts. Hat sich jemand gerade Ärger eingehandelt? Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut schürfen. So kurz vor dem Töchchen, Möhre, Wasser, Dietrich. Also. Was ist? So. Jetzt beweg deinen Arsch rüber zum Wachposten. Ist ja schon gut, ich gehe. Du warst ganz schön hart. Suchst du was? Ja, Heiltränke. Ich weiß nicht, das war jetzt viel zu wertvoll eigentlich. Ich lasse das jetzt trotzdem erstmal so drauf. Ich kann nämlich drei Heiltränke für einen. Puh. Nee. Oh, guck mal, wie schön. Wo ist der andere? Ernsthaft? Wo ist der andere? Ich frag nochmal den Bauer. Ich glaube, die Aufnahme mache ich jetzt doch länger als geplant. Ich hörte, du handelst mit Novizen der Magie. Kommt schon mal vor. Aber in letzter Zeit sind sie nur noch selten auf meinen Hof hier gekommen. Ich könnte magischen Schutz gebrauchen. Nun, da hätte ich diese Schriftrolle hier. Wenn du willst, kann ich sie dir verkaufen. Für 200, puh. Den muss ich mir aufheben, bevor ich gegen Broga kämpfen will. Ich hüppel mich immer so vorbei. Ich dachte, ich kann mir noch die Belohnung abholen. Von dem Alles anderen. Klar bei dir? Klar. Und wo ist der andere Typi jetzt? Dein Kumpel Enrico hat Angst vor Geistern.
Ja, ja. Enrico hat eine Meise. Ist ja auch kein Wunder. Vor einigen Wochen haben wir den Tempel hier ausgehoben. Enrico wurde dabei verschüttet und war 3 ganze Tage unter den Trümmern gefangen. Mhm. Seit wir ihn wieder freigegraben haben, hat er einen Dachschaden. Am besten gar nicht beachten. Wie kriegt man Enrico dazu, wieder bei den Ausgrabungen zu arbeiten? Schwer zu sagen. Wie willst du jemanden überzeugen, der nicht ganz dicht im Kopf ist? Kann sein, dass er dir alles glaubt oder gar nichts. Er sagt, er will einen Schutz gegen die bösen Geister der Ahnen. Dann gib ihm doch was, irgendwas Nutzloses und erzähl ihm was vom schwarzen Mann. Ich wette, dir wird schon was einfallen. Na toll. Na toll, aber wirklich. Ich dachte, ich könnte hier noch meine Belohnung abholen. Wer sitzt denn da jetzt? Phil? Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Na, die habe ich mir aber verdient. Ich hau mich jetzt aus. Das war's schon. Ich will ein besserer Dieb werden. Nee. Ich will einmal Schwert, glaube ich, lernen. Das muss ich machen. Stärke Schwert. 200 Gold. Ah, das tut ja wieder so weh. Konterparaden ausführen. Solche Angriffe. So die Angriffe dann in der Gegner bringen. Unterrichte mich im Schwertkampf. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selber zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist. Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Ja. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eines nicht. Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Gut, das reicht mir. Sieht das jetzt anders aus? Ja! Alles klar. So, einmal speichern. Ich versuche nochmal kurz in eins der Häuser reinzukommen. Schleich hier nicht so rum. Offenbar wird das nix. Fass bloß nichts an. Schleichen macht mich misstrauisch. Ja, mich auch. Goldmünze, Pfeil, Heiltrank, Licht, Zauber, Kerzenleuchter. Die Sache mit den Wachen bei dem Sumpfbauern. Die Sache mit den Wachen beim Sumpfbauern hat sich erledigt. Also, ich konnte das Geheul der beiden Streithähne schon nicht mehr hören. Gut. Kann ich hier eigentlich reinlaufen, ohne dass du es mitkriegst? Offenbar nicht. Und die steht gerade sehr ungünstig. Wahrscheinlich kann ich hier jetzt nicht reinlaufen. Was hast du hier zu suchen? Ja, das muss ich nachts versuchen. Schade. Gut. Dann ist das auch erstmal erledigt für diese Runde. Ich habe noch ein bisschen was gefahren, gesammelt. Ich gucke noch mal ins Journal, was ich da noch machen kann, aber das ist eigentlich viel zu viel. Ich wollte am liebsten in der Hafenstadt jetzt erstmal weiter reingehen. Das wird nicht so einfach. Ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss, euer FarxLP. Ach, wie schön.